Und in der Stadt natürlich von der Ethik. Es ist eigentlich wie jedes Jahr, es ist bei den Empfangsgestellen des Türkei-Deutschland. Ich lade Sie hier ein, ohne an den einzigen Tisch dieses Selbstgeschenk, dieser Ludwig III, dass es da eine Geschichte gibt und dass es keine Geschichte ist von Reichtum zum Reichtum flüchten zu dürfen, sondern dass es eine Geschichte ist von einer Herrin. Ich glaube, das sind ein bisschen zu packen. Ich habe es schon richtig. Und ich weiß, dass wir Nachtmenschen Festival machen und freue mich, dass wir dieses Festival zu einer des tollen Dialogen kann ich jetzt entweder hier beistellen. Das ist schon gut fürs Görev olduğum için. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr von Topik, einsamer Empfang mit aus der Türkei hat sich mittlerweile zu einer schönen glücklich darüber diese Tradition gemeinsam leben zu lassen. Kunst- und kulturfreundliche Metropole Frankens. Ich bin Seyra, hoş geldiniz. Bizim şehrin ortak yaşama siyasi bir katkısıdır diye düşünüyorum ben. Bu anlamda da başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediyeye İçten teşekkürlerimi sunuyorum. Ama elbette en büyük teşekkür. Büyük emeklerle gerçekleştiren kurucusu Sayın Adil Akaya ve yöneticisi Sayın Ayten Akyıldız'a ve tüm ekibi, tüm toplum adına da ben en içten teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum.